zu holen. Lass es zu, lass es zu. Rein bist du es eh selbst. Das wär's. Das Willkommen, das du erwartet hast, was? Mhm. Zumindest hattest du das Glück, woanders gewesen zu sein, als die Taherian uns angriffen. Was ist geschehen? Ich fürchte, aller Mut ist gefallen. Meine Aufgabe war es, Hilfe zu suchen. Ich ging in die Wüste, um andere Wächter zu finden. Dann fand ich dich. War da noch jemand bei mir? Nein, nur du. Dann lebt Nihal noch. Und Roshan? Ich hatte gehofft, sie wäre bei dir. Komm, Bruder. Wir müssen los. Überlebende suchen und Alamut von diesem Geschwür befreien. Ich fürchte, ich kann nicht. Wie schlimm ist es? Ich werde jeden einzelnen von ihnen bezahlen lassen. Rache ist nicht unser Weg, Bruder. Unser Weg? Du sitzt hier und verblutest und hältst immer noch an diesem törichten Dogma fest. Und wofür? Unser Credo konnte Alamut nicht beschützen. Und ich ebenso wenig. Oder ich. Aber unsere Glaubenssätze sind der Grund, warum du noch atmest. Und warum du jene von uns retten musst, die vielleicht noch leben. Da stimmen wir überein. Du hast mein Wort. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Es gibt nichts mehr zu sagen, Bruder. Geh, rette so viele du kannst. Interessantes Quadrat. Weltkarte gibt's nicht, gell? Ma. Also hätte ich wenigstens ein bisschen nachschauen können. Ruhig, hätte ich wenigstens irgendwie nachschauen können, ob vielleicht nicht doch irgendwo was sein könnte. Alles ist gut. Dein Herr hat dich in meine Obhut gegeben. Yalla, yalla! Schade, schade. Weil wenn ich wenigstens eine Weltkarte hätte, auch dann hätte ich wenigstens ist, ich ein bisschen Ausschau halten Preis können. Ist egal. Irgendetwas. All das Blut, so viel Tod. Ist es das, was Kabiha mit Weg bereiten meinte? Nihal, bitte sei in Sicherheit. Wo du auch sein magst. Ich wollte schon sagen, ich tue dezent den einen oder anderen Scanner aktivieren. Weil ich könnte ja vielleicht mit Hände was verpassen. Man weiß ja nie, man weiß ja nie. Scheiß Bücher lässt er da aber nicht los. Es wäre aber auch irgendwie dezent geil, wenn ich vielleicht sogar den ein oder anderen Assassinen jetzt auftreten müsste. Aber wir müssen die ja befreien. Na, wäre ich glaub. Wenn man vielleicht die Zehnt bei den einen oder anderen zu spät kommt. Darunter auch Mentor Raihan. Aber hauen wir sie da mal. Ich wollte gerade eher sagen, hauen wir sie da um. Da kannst du nirgends um mehr haben. Ich hab den Helfer des Emirs beobachtet. Kartetechnisch gibt es ja noch immer nichts. Super, super. Hey, Burle. Schurli, komm mal her. Ja, ganz genau, Schurli. Na cool. Was? Es war so ruhig, komm. Wer hat er mich dann noch bitte? Also, da ist einer in der. Und von ist das, da ist auch einer. Leg mir mal. Aber ganz, ganz schnell. Aber ganz, ganz schnell, Burle. Mhm. Kann ich? Nein. Manchmal verstehe ich das Wurfmesser-Prinzip nicht. Manchmal ist es echt leimend, schießt da einfach und manchmal wieder so. Wieso schießt er nichts? Wieso schießt der Hund nichts? So, vier Haare hätten wir schon mal haben dran. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Ich glaube, die dezent, die ein oder andere Rettung, die kann man sich vielleicht auch mal aufsparen. Ja, das ein oder andere ist jetzt wichtiger.
wir kommen eh schon. Wir kommen eh schon, Bude. Kann sich vielleicht nur um Stunden handeln, aber irgendwann retten wir dich. Keine Sorge. Irgendwann einmal eines Tages. Hey, so? Ah, das ist doch eher weniger. Oh. Oh. Damit habe ich es nicht gekriegt. Damit habe ich es echt nicht gerichtet. Na, no, wie Tiere. Was haben wir denn, Dolly? Ich muss jetzt alles abchecken. Ich muss jetzt. Es wird eh nirgendwo was liegen. Es wird eh nirgendwo was liegen hier. Trotzdem, ich muss jetzt abchecken. Ich bin jetzt so deppert. Ich bin jetzt so deppert und es rattert. Es rattert im Karton. Dun, 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 dun. Perfekt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Drüben ist irgendeiner oder nicht? Aber jetzt ganz schnell. Aber ganz, ganz schnell, Havara. Hoppala. Die 10 Glanz. Hoppala. Wie kommt schon schnell? Aber ich bin ungeduldig. Ist das sonst noch irgendeiner da? Was der ist? Sicher, sicher. Au. Weißt du, wie das jetzt schmecken wird? Perfekt. Perfekt. Basim, was? Basim, wie? Ich dachte, du wärst in Bagdad. Wo sind die anderen? Roshan! Ich bin allein hier. Aus demselben Grund wie diese Männer. Ich kenne die Wahrheit, Mentor. Über den Tempel und was er birgt. Das haben mir unsere Feinde verraten. Sie drängten mich, danach zu suchen, weil nur ich es vermag. Du? Also hat der Orden die Tahirian benutzt, um Alamut niederzumetzeln, weil du... du der Schlüssel bist. Wofür? Was beschützt ihr, dass all dieses Blutvergießen wert ist? Uraltes Land. Seit Generationen ist es unsere Pflicht, darüber zu wachen. Es vor dem Orden zu bewahren, der seine Geheimnisse ausbeuten will. Ja, gibt sie das Bierchen? Der Eingang befindet sich im Tempel. Obwohl es verboten ist, habe ich ihn gesucht. Doch ich habe ihn nicht gefunden. Dann werde ich das selbst tun. Das darfst du nicht. Das ist es, was der Orden will, verstehst du nicht? Wenn das, was wir beschützen, in die falschen Hände fällt. Es werden die meinen sein. Sieh dich um. Sieh, was der Orden bereit ist, auf uns zu hetzen. Wenn ich das Wissen erhalten kann, das sie suchen, gewinnen wir damit vielleicht endlich die Oberhand in diesem endlosen Krieg. Dies ist der richtige Weg. Für die Verborgenen. Anoshi! Jetzt ernsthaft? Alle. Ah, okay, passt. Wir haben schon Druck ab, der ist jetzt so, wie geht's zu Teppert und kämpft jetzt gegen alle, allein ist der wahnsinnig. Na, aber hallo. Und der nächste befreit. Sehr gut. Der ist schon wieder aufstehen, Bulli. Danke, der ist schon wieder aufstehen. Okay. Der Tempel. Bringen wir es zu Ende. Nichts und niemand steht mir im Weg. Nicht jetzt. Nicht so kurz vor meinem Ziel. Okay. Okay. Pudi? Okay. Echt nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Na, bist du deppert, na, wie dere. Allein schon als Synchronsprecher. Was musst du dir dabei denken? Es sind ja, mehr von euch nötig, um jetzt mich aufzuhalten. Wie würdest du abgestochen werden? Irgendwelche Geräusche? Das heißt also, ich bin hier richtig. Hättest du lieber bezahlen sollen, jetzt glaube ich, jetzt bist du. Och, okay, dann ich sag's da. Ich hätte es vielleicht sogar gratis gemacht. Na, Wahnsinn. Haben sie sich extra billigen genommen, ist ja eh klar. Dass es wieder nichts drauf hat.
so. Sicher. Einmal. Gleich. Ich bin gleich bei dir, gell? Einmal. Sehr gut. Bewegte, lustiger, bewegte. Da gibt's viele Kisten. Könnte ja was versteckt sein. Aber das rattert die ganze Zeit im Kopf. Ich weiß, ich gehe vielleicht den einen oder anderen jetzt so dermaßen in der Marsch damit. Aber es rattert die ganze Zeit im Kopf wegen dieser Scheißbuch. Das fuckt mich so ab. Dieses Scheißbuch. Sind eh Fünfe. Mit einer sehr, sehr schönen Reichweite. Sehr, 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 sehr schönen Reichweite. Ich frage mich aber trotzdem, wo ist unsere Freundin? Weißt du, was ich meine? Die hat sie natürlich immer wieder geschlichen. Die hat sie natürlich wieder Highlife gemacht, die Wede. Ah, ja, wichtig, sehr gut. Einmal, zweimal. Perfekt, perfekt. Gönn dir. Gönn dir. Oh, ihr seid alle am Arsch. Yo, man. Ja, ja, leg ihm vielleicht sogar nicht die 10 tief. Habt ihr recht. Mal sehen, ob ich vermag, woran diese. Was ist das für Zauberei? Moment. Das Zeichen. Das Zeichen? Haben wir das aber nicht schon mal irgendwo gesehen? Aha! So eine Tür. Kennen wir viel zu gut. Na, wo er mit dem Plastikspielzeug brauchst man nicht kommen. Genau davor hatte ich dich gewarnt. Letzte Chance. Du bist so am Arsch. Tantchen. Wie du willst. Ich hab sogar neue Moves kennen. Machen wir jetzt auf Soulslike oder was? Wir töten einander? Ist das deine Vorstellung einer Bruderschaft? Die Bruderschaft steht zusammen. Für jene, die sich darüber erheben wollen, ist kein Platz. Du denkst, ich erhebe mich darüber? Wach auf, Basim. Das war ein netter Versuch. Die du einst schworst zu bekämpfen. Du erfüllst ihre Ziele und gefährdest genau das, was du verteidigen wolltest. Ach so, warte mal. Muss ich jetzt ein Wurfmesser gegen Wurfmesser machen? Letzte Chance. Jetzt kommt der Kampf, oder wie? Ja, so in etwa. Ich vertraute dir. Ich opferte euch alles. Und du lockst mich an. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Ja, ich finde aber trotzdem, das Kampfsystem ist halt einfach Much. Von Barflon, kanntest du meine Wahrheit? Ich fürchtete nur ihre Wut. Doch ich ließ meine Sorgen außer Acht. Es musste sein. Du warst nur ein junger Mann, gebrochen und allein, der sich nach Führung sehnte, Gutes tun wollte. Ich bin immer noch hier. Bisschen jetzt gerade ein bisschen unzufrieden von dem Kampf. Bisschen gerade extrem unzufrieden. Havara! Gib auf. Da sag ich nichts mehr. Das ist geil. Endlich mal haben wir mal dieses Szenario, dass mal ein Assassinen einen anderen Assassinen tötet. So auf Sith-Style. Basim. Saugeil, so auf Sith-Basis. Lass ihn. Komm schon. Der ich Schüler habe das nicht gewollt. Aber ich muss es wissen. Ich will dich nicht an das verlieren, was du dort drin finden magst. Du musst nicht in die Vergangenheit blicken, um zu wissen, wer du bist. Wer du sein kannst. Du hast die Wahl, Basim.
Vertraue mir. Das wollte ich. Doch du hieltest es für das Beste, mich zu kontrollieren. Genau wie unsere Feinde. Basim, hier drüben. Die wird's überleben. Die wird es überleben, die Leute. Die ist hart im Leben. Ich weiß, was das ist. Wieso warst du das? Der Templerin. Ich sag ja schon, von Anfang an habe ich gesagt, die ist fix Templerin. Das gibt's ja nicht. Das wär's aber, wenn sie an dem Tag gestorben wäre und das der Djinn wäre, die ganze Zeit, mit dem er redet. Wenn im Endeffekt jetzt nach der Story, so Plot-Twist-mäßig, wäre mir jetzt kein Szenario eingefallen, wo eine dritte Person, außer jetzt in dem Fall, aber die haben ja auch nicht wirklich miteinander geredet. Sie wird uns folgen. Nein, das Ganze, kann sie nicht. Dass sie die ganze Zeit sich im Kopf abspielt. Das wär's. Das wär's so geil. Aber ich glaube, sowas machen sie nicht. Dafür sind sie nicht gut genug. Mehr von diesen Dingern. Dafür hat Ubisoft keine Eier dazu. Welche Geschichten sie erzählen. Was auch immer sich hier befindet, ist von großer Wichtigkeit. Für die Verborgenen. Für den Orden der Ältesten. Für mich. In was sind wir hineingeraten? Wohin hat mein Pfad uns geführt? Du willst nicht wissen, warum irgendjemand an diesen Ort geführt wurde. Ich würde es so geil finden. Ich würde es so dermaßen geil finden, wenn sie der ganze Zeit der Djinn gewesen ist, in seinem Kopf. Weil es würde Sinn machen. Es würde definitiv Sinn machen. Weil du hast nie, oder mir wäre jetzt nicht ein gewisses anderes drüben Szenario jetzt Augen. Eingefallen, wo die zu dritt gewesen auch? Wären. Oder wo jemand aktiv mit dieser Person wirklich geredet hätte. Ich bin hier. Vielleicht ganz am Anfang nochmal ganz kurz flüchtig. Und das hätte ich vielleicht in dem Fall wieder vergessen. Das kann gut möglich sein. Für einen aber Zweck, sonst? Den ich nicht kenne. Ich schon. Woher? Ja, hup vorwärts. Sehr nicht tief. Ich weiß es nicht. Nihal, du beunruhigst mich. Es würde vielleicht auch das ein oder andere vielleicht sogar Sinn machen in dem Fall. Ich glaube, ich muss erstmal das eine aktivieren und dann das andere. Das kann auch gut möglich sein. Geh mal nach links, weil da haben wir auch noch so ein Zeichen. Vielleicht kann man da leicht aufklettern. Ja, das schaut gut aus. Das schaut... aber dafür kommen wenigstens da unten. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Aber es wäre ein richtig geiles Szenario, wenn man das hier drin machen würde. Boah, das wäre Bombe. Das wäre richtig nice. Ich bin gespannt. So richtiger fetter Plot-Twist. Richtiger fetter Plot-Twist. Dass die... Ich kenne diesen Ort. Nihal? Er ist es selber. Das ist quasi alles in dieser Animus-Welt quasi jetzt gerade stattfindet. Das wäre interessant. Dass man sagt, die ganze Geschichte, was man jetzt alles erlebt hat, ist quasi in dieser Animus-Welt quasi und du siehst halt quasi diese Vergangenheit, wie er gerade drin ist. Ich halt lieber mal meine Gusche. Ich hab's gewusst! Ihr Schweine! Ubisoft hat sich getraut! Sehr gut, sie haben doch Eier! Ich begleite. Sie haben doch Block. Sogar schon seit diesem Szenario gibt es eigentlich gar nicht. Das war deine Idee,
Ich hätte mir eher gedacht, nachdem alle quasi aufgehängt worden sind. Was? Was bist du? Sieh! Schau es dir selbst an! Zerreschnos! Ihr Neuger Sahasi! Stelus! Zeig dich! Ich werde jetzt gar keine Theorie oder sonst mal irgendwas in der Richtung jetzt anreißen. Ich werde jetzt einfach nur ganz kurz einmal mich berieseln lassen und ein bisschen die Goschen halten. Ich habe gerade viel zu viele Theorien aufgestellt und viel zu viele sind wahr geworden. Aber ich hätte mir nicht gedacht, dass sie schon davor, nachdem alle quasi aufgehängt worden sind, hätte ich mir gedacht, dass sie in diesem Szenario gestorben ist. Ist das das, was ich sehe? Erinnerungen aus einem lang vergangenen Leben? Sind es die meinen? Erscheint mir der Djinn deshalb so echt. Aber stark. Hab's gut gemacht. Mein Folterknecht. Die Quelle all dessen, was mich plagt. Wenn dem so ist, muss ich mich dir stellen. Nein. Boah, sie war wieder. Warum sehe ich das? Das könnte ich mir echt gut vorstellen. Das könnte ich mir echt gut vorstellen, dass sie die ganze Zeit mit aufgehängt worden ist. Der Hund. Dieser Ort. Wenn ich ihn durchschreite, sehe ich nur die Erinnerungen, die meine Seele erbeben lassen. In solchen Momenten der Not war mir der Djinn immer am nächsten. Diese unnachgiebige Angst, sie lässt mich in meinem schwächsten Moment erstarren. Mich würde es aber trotzdem auf irgendeine gewisse Art und Weise interessieren. Ich habe nie verstanden, woher er stammt oder warum er mich heimsucht. Doch ich beginne mich zu erinnern. Ich bin in einer kalten Zelle. Flehe darum, dass es aufhört. Okay. Also ich... Halt die Goschen jetzt. Das würde mich jetzt aber echt interessieren. Der ich einst war, mag Vergeltung suchen. Ich finde persönlich, sie machen jetzt irgendwie einen Tick. Dann will ich nichts als Frieden. Es wird Zeit, dem ein Ende zu setzen. Das glaube ich wahr. Die Zelle. Meine Zelle. Ich bin fast da. Bist du? Rein zurück. Also es würde eh Sinn machen, wegen dem Szenario jetzt davor, dass er einer von den Alten ist. Wegen Blut und alles drum und dran. Es macht schon mal definitiv Sinn. So weit sind wir ja schon mal im Prinzip. Aber wie alt ist denn der Havara wirklich? Der Djinn. Ich kann ihn hören. Ich glaube, dass sowieso der Djinn er selber ist. Das glaube ich jedenfalls zumindest. Dass er quasi in Valhalla in der Maschine ist und das quasi alles dadurch, dass er jetzt dann in die Echtzeit kommt, in die
in die Jetztzeit kommt, in das Jahr 2022 oder so, oder 2020, wie auch immer, wann Valhalla nochmal spielt, keine Ahnung, dass es vielleicht in dem Fall sein könnte. Dass man quasi gerade so ein bisschen so seine Vergangenheit, so ein bisschen was das ein oder andere erleben könnte und dass er dadurch dann in die Gegenwart kommt. Ich kenne dich jetzt. Ich könnte ihm auch noch gut vorstellen, dass man das als Szenario nehmen könnte. Dass seine Seele vielleicht gespalten ist. Das Bild aus einem anderen Leben. Und dort wirst du auch bleiben. Dass man sagen könnte, dass es quasi so ein bisschen sein altes Ich ist. Es ist vorbei. Nein, Basim. Das hier ist erst der Anfang. Für uns. Das, was vor uns liegt. Ein tieferes Verständnis für die Welt, die hinter uns liegt. Und unseren Platz darin. Mein ganzes Leben rang ich damit, wer ich war. Wer ich sein sollte. Und da warst du. Die ganze Zeit. Der Teil von mir, dem ich mich widersetzte. Eine Spiegelung dessen, was wir einst waren. Und was wir wieder sein werden. Uns erwartet so vieles. Eine neue Welt. Ich zeig sie dir. Ich werde dich nie wiedersehen, oder? Werde ich allein sein? Du bist niemals allein. Viel Zeit ist vergangen. Gegenwart. Na, vielleicht. Oder vielleicht, na, 13 Jahre vielleicht, wegen Valhalla. Das würde vielleicht Sinn ergeben. Kurz, so 10 Jahre vielleicht kann auch möglich sein, oder vielleicht einfach nur ein paar Tage, oder vielleicht wirklich nur ein paar Tage, oder vielleicht eh auch der gleiche Tag. Ja, den hab ich schon kennen. Also wahrscheinlich sogar nicht einmal Stunden oder irgendwas. Ich hoffe, dass da noch was kommt, weil das ist. Die Tante, die da noch immer am Leben ist, ist eh klar, oder? Du hast deine Wahl getroffen. Nun treffe ich meine. Das ist die nächste Templerin, sagst du. Mirage 2. Müssen die Chefin haben dran. Leb wohl, Roshan Bindler Ahad. Es war mir eine Ehre. Gott, dass sie die Komm, Bande da verlässt, die man jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. So sei es, Mentor. Lässt mich gerade ein bisschen sehr unbefriedigend zurück.
Wenn das jetzt, müsste man jetzt ernsthaft wirklich sagen, dass das jetzt das Ende ist. Da pfeift er was, der Scheiß auf die Erinnerung, die ich begrub, an diesen Ort, dieses Gefängnis, an die Qualen, die ich hier erlitt. Jahrelang schwelte sie in der Dunkelheit und meinen Träumen. Im Gewand eines Djinns, der mich heimsuchte, zersetzte, bis er auch meine Wachenstunden verschlang. Doch ich stellte mich der Vergangenheit, dem Schmerz, nahm ihn an. Einst legte ich meine Haut ab. An einem anderen Ort, einer anderen Zeit. Nun bin ich wieder ganz. Ich erinnere mich. Und jene, die mich in Ketten legen wollten. Sollte noch jemand von ihnen auf Erden wandeln, so freue ich mich auf unser Wiedersehen. Doch bis zu jenem Tag wartet eine neue Welt. Kommt doch was, oder? Ich glaube nicht. Schöne Aussicht. Definitiv. Bombe. Wenigstens ein Fertigkeitspunkt oder irgendetwas. Weil ich habe nur 7. Geht sich das aus? Nein, das geht sich nicht aus mit den 7. Fehlt mir genau ein Fertigkeitspunkt. Bruder. Oder ich komplett denke mir dem. Von wo soll ich jetzt schon wieder einen Fertigkeitspunkt daherkriegen? Sind die komplett deppert oder was? Das kann jetzt mal wieder was werden, ist eh klar. Ja, das wird genau das letzte Buch sein. Wo soll das letzte Buch sein, Bruder? Ich hab jedes Gebiet fertig gemacht. Lutsch meine Eier. Lutsch meine Eier. Das scheiß Buch lässt nicht locker. Muss aber dazu gestehen, geiler Plot-Twist. Überhaupt babamäßig gemacht. War mir dann am Schluss dann eh irgendwie klar. Nachdem du auch das ganze Game natürlich dann auch selbst dann spielen würdest, wäre dir vielleicht das ein oder andere vielleicht ein Ticken aufgefallen, aber das war, haben sie gut gemacht, haben sie sehr, sehr gut gemacht. Muss nur eins sagen, komplett unbefriedigend zurückgelassen, aber komplett. Und das fuckt mich so dermaßen ab. Weil ich fand das geil mit diesen, du hast halt quasi, ich weiß nicht, das ganze Szenario nochmal von Valhalla müsste ich nochmal genau gespielt haben mit, ich hab's durchgespielt und alles drum und dran, es gibt ja noch diese Parkour-Dinger da, wo du quasi die Vergangenheit von Basim bisschen besser erläutert kriegst. Und ich habe mir gedacht gehabt, dass wir genau das erleben werden. Und genau das habe ich nicht gekriegt. Ich lass auf mich wirken, war trotzdem geil, von Anfang bis Ende, ist jetzt trotzdem, muss ich ganz ehrlich gestehen, nicht mein Lieblingsteil, das kann ich euch jetzt schon sagen. Es wird wahrscheinlich noch so ein bisschen dann noch in der letzten Folge auf YouTube dann, wird wahrscheinlich dann noch ein Kritikvideo so ein bisschen kommen, was ich leiwand fand, was ich nicht so leiwand fand. Ich bin einfach nur froh, endlich mal ein Assassin's Creed mal wieder in der Stadt gekriegt zu haben. Und ich hab's vermisst. Ich hab's echt vermisst, weil allein schon in Origins, das Alexandria und das Ganze in Odyssey, Athen, das war viel zu klar und das Ganze. Das Einzige in Valhalla, die eigene Siedlung, barbarmäßig, das hätten sie richtig gern fortsetzen können. Ich finde es schade, dass wir selbst nicht irgendwie so ein Rekrut oder sonst was kriegen konnten. Das ärgert mich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich würde dennoch sagen, ich hebe mir das dann auf für ein anderes Video. Leute, dementsprechend würde ich mal wieder sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt das Bier anschauen.
wo der scheiß Birkel ist. Ich hol mir jetzt die scheiß verfickte Platin. Leute, ciao, ciao.